Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Ja, heute wieder City Wars. Schön. Ja, es hat mir am Sonntag, haben wir das zuletzt gespielt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich das eigentlich gestern auch spielen, aber ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen. Aber wir streamen es heute. Und ich freue mich drauf. Riesig, riesig, riesig. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen, was war gewesen. Also. Hast du dir denn jetzt endlich mal die Map angeguckt? Jetzt muss ich erstmal fragen, für welches Spiel? So, ja genau, was war gewesen? Also, wir hatten die Goblins haben einen kleinen Ort angegriffen. Und das war sehr komisch. Und dann haben sie anschließend die Menschen dort mitgenommen und versklavt. Die haben wir befreit und wir haben dann erfahren, dass da viel mehr dahinter steckt. Und jetzt sollten wir die Elfen um Hilfe bitten. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir den Elfen aber gesagt, ja, wir vertrauen dir zwar schon ein bisschen und wir wollen dir auch helfen, aber wir können dir nicht helfen, weil wir selbst ein Problem haben. So, dann haben sie gesagt, wir sollen hier diese, wie heißen die hier? Ach, keine Ahnung, irgendeinen ganz komischen Namen haben die, um Hilfe bitten. Also wir helfen jemanden, der Hilfe braucht, von jemanden, der wiederum Hilfe braucht, Ja, bin mal gespannt, wie weit sich das verkettet. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt hier die Wahlen hatten und wir entscheiden konnten, wer von denen Bürgermeister oder Bürgermeister, König wäre, also irgendwie Anführer werden soll. So, genau. Genau, die Kronlose König. So, und die Trau heißen die, genau. So, und der ehemalige König ist wohl mit der Sternsaat geflohen. Genau, und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Ja, wir wollen nämlich die Sternsaat wieder haben für die Elfen. Denn die Elfen haben ein Problem. Die Elfen leben im Wald, brauchen den Wald, um überleben zu können. Und irgendwie mit der Sternsaat ist das gesichert und haben wohl irgendwie einen kranken Baum oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Genau, und deswegen müssen wir die Sternensaat finden. So. Genau, das ist der Stand der Dinge. Ja. Genau, das ist der neue König. Ich bin jetzt der König. Sehr schön. Da läuft man nicht rein. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Xarok TV. Wir haben die beste Wahl getroffen. Denke ich auch. So, wo ist unsere Musik? Ich glaube, wir haben die zuletzt ausgemacht. Kann das sein? Genau. Warum eigentlich? Ach, genau. Ich hatte das Spiel an und bin aber auf den Desktop gegangen. Und dann hat mich das Gedudel irgendwie genervt und deswegen habe ich es dann ausgemacht. Ich glaube, ich hatte irgendwie ein Video nebenbei angeguckt. Genau. So, okay. Ich weiß jetzt noch nicht, wo wir lang müssen. Sumpfland. Marschlande müssen wir, glaube ich. Kult der Drow. Kann ich rein? Oder von da sind wir, glaube ich, gekommen. Woodland. Verbotene Länder. Überqueren Sie Marschlande, um Solbergs Burgstor zu erreichen. Marschlande. Jägerhaus. Schauen wir mal, wir werden schon was finden. Scrap Mechanic. Okay, Scrap Mechanic, ja. Also, Scrap Mechanic habe ich tatsächlich schon ewig, ich glaube fast ein Jahr nicht mehr. Oder wir haben mal Master Builders gemacht und so, aber ansonsten haben wir schon ewig nicht mehr Scrap Mechanic gespielt. Ich nehme es mir zwar irgendwie so indirekt mal vor, aber momentan ist bei Scrap Mechanic bei mir
die Luft mal so richtig raus. Momentan reizt mich da eigentlich nicht so viel. Höchstens vielleicht mal Survival, das könnte ich mir immer mal überlegen. Ist bei mir ziemlich leise. Da musst du bei dir lauter machen, weil noch lauter kann ich mich nicht machen. Mia! Das war eine Nacht, hä? Wir beide. So, ich glaube von hier, genau, von hier sind wir gekommen. Okay, dann weiß ich jetzt, wo wir sind. Das war eine Nacht. Manometer. So eine Nacht hatte ich schon lange nicht mehr. Klingt jetzt ein bisschen zweideutig, aber so war es nicht gemeint. So, okay, dann weiß ich jetzt, wo wir sind. Okay, dann können wir da hinten durchgehen. Gut, dann gehen wir, glaube ich, einfach hier Ich durch. würde Ich nicht würde so nicht so gehen, gehen. wenn ich du wäre. Wer in die Nähe von Woodland reist, Ja, das klingt doch super. schon nach Hause zurückkehren? Vielleicht ist es so besser. Du solltest. Schnauze. Geh da jetzt lang. Ich weiß nur nicht, ob das der richtige Weg ist. Ah, was habe ich denn da zweideutig? Was habe ich denn für was? Hallo, Red Dragon. Seltener Besuch. Ja, Mia und ich hatten am Sonntag, in der Sonntag, in der Nacht, eine sehr lange Nacht zusammen. Kein anderer war da, nur wir beide. Haben wir uns schön unterhalten. Oh, was ist hier? Da ist so eine. I, nein. Nein, ich will da. Ah, das ist der Ausgang. Der Hinterausgang. Ach, cool. Aber da wollen wir nicht. Nein. Ja, gut zu wissen, so klein. Gell? Kann man immer wissen, sowas. Warte mal, das hier kommt mir so. Nee, nee, das ist falsch. Das kommt mir bekannt vor. Hier sind wir. Sind wir auch lang gelaufen. Ah, genau, da sind wir da durchgelaufen. Da war da eine Falle. Genau, jetzt. Okay. Und da meinte ich, das klingt so ein bisschen zweideutig. Okay, dann müssen wir hier lang. Wie geht es dir in letzter Zeit so? Ja. Viel los, viel. Viele Gedanken über den Sinn des Lebens und so. Das Wasser dieses Brunnens ist wirklich schmutzig. Das trinkt man nicht, nee, nee. Irgendwas passiert, was nennenswert ist. Scheinbar nicht. Bin so schlimm, Herr Heuschnupfen hatte eben safe 10 am Stück genossen. Ach du Scheiße. Ach so, Mia, wie war denn jetzt deine Prüfung? Geh weg. Dann gehen wir erst recht hin. Raus aus meinem Sumpf. Geh jetzt aber hier rein. Was ist denn da? Oh! Okay.
ist nicht gut darin, den Laden sauber zu halten, hat aber einen guten Preis. Mhm. Laden. Rüstige Klaue. Das ist ein Zauberstab? Diese Route. Oh. Wird Reisen, Abenteuer. Oh. Was brauchen wir denn hier? Was? Irgendwelche Flaschen? Ach, hey. Eigentlich 1 minus. Oh, das ist okay. Musik und so weiter. Ist doch super. Cool. Klingt doch fast rein. Eieiei. Müssen wir aufpassen, wo man hintritt. Ah, guck mal hier. So ein. Dachte ich, hätten wir. Ich bin stolz auf dich, Mia. Diese Schlinge. Bigares, hallo, grüße dich. Okay, wir müssen hier im Sumpf ein bisschen was sammeln, um hier verkaufen zu können. Irgendwas. Dann schauen wir mal. Das waren irgendwie so Krokodile, ne? Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Immer her damit. Oh, Inventar ist voll. Krass. Was ist denn da überhaupt? Keine Ahnung, irgendwas essen wir da schon. Scrap Mechanics spielen, habe immer die Videos gesehen. Ja, ich weiß, dass ihr alle gerne wieder Scrap Mechanic haben wollt. Ich muss mir mal was einfallen lassen. Möchte ja eigentlich auch mal wieder Scrap Mechanic spielen. Wieso kann ich das nicht? Essen. Ja, toll. Oh, der ist eh nicht mehr gut, der Fisch. Ja, Vulnerable Chapter 2 in Script Survival kommen. Dann hast du was zum Zocken. Das wäre vielleicht wirklich eine Überlegung. Exil nimmt gegen Oscar. Sehr gut. Gutes Wetter, Pool ist super. Ja, die haben richtig Spaß im Wasser. Also jetzt schlafen sie, aber. Ja, voll nice mit Eis. Was? Nice mit Eis? Wenn man ein Community-Projekt machen würde. Und wie stellst du dir das vor?
Was ist denn jetzt wieder mit dem MC-Server? Da hat sich wohl nicht von der Verletzung erholt. Nee. Auch keine Zeit dafür gefunden. Wird sich wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht ändern. Mia, wie geht's dir heute? Den Wochentag, also zum Beispiel mehr, dass man Leute in ein Bild oder so einladen könnte und eine Landschaft, sage ich mal, bauen könnte. Ja, an sich schon. Hast du eigentlich Skripten hier? Denn alles in Ordnung, wenn du mal den Freizeit hast, wo du Zeit vergeudest. Ja, Zeit vergeuden würde ich das jetzt nicht nennen. Besser als Sonntag. Yes. Da müssen wir nochmal gucken. Bin ja mal so Mini-City gemacht gehabt. Fröhlich City hieß es. Das war eigentlich ganz witzig. Das Problem war halt nur, dass aufgrund der Scrap-Mechanik-Limitierung gab es sehr schnell. Was ist jetzt? Sehr schnell Probleme mit dem Spiel irgendwie. Deshalb wird das leider abbrechen musste. Aber das ist halt schon sehr lange her. Vielleicht passt es auch inzwischen wieder. Das ist ja inzwischen ein bisschen besser. Aber es wäre eigentlich schön. Und du hast jetzt Script Mechanic, ist ja Wahnsinn. Also ich muss jetzt erst. Au. Das hier verkaufen. Dadurch kriegen wir so Flaschen. Das ist denen ihre Währung. Was ist denn jetzt hier mit dem ganzen Pumpzeug passiert? Das Militärding ist ja weg. Ja, kann sein. Was, 7? Hm? Was haben wir denn bekommen hier? Empty Bottle. Was? Ah, okay. Wie funktioniert das jetzt? Jetzt diese Flaschen.
Ach so, scheiße, man braucht ein Käfernetz, um... Den gibt's hier nicht, oder? Und wenn doch, dann brauchen wir ja die Währung dafür. Oder können wir das hier craften? Mist. Wassermarsch! Yeah! Ihr habt das bestimmt schon seit 3 bis 4 Jahren. Was? Und wieso haben wir da noch nie zusammen gespielt? So ein Mist. So gerne in Blutegel verseucht das Wasser gehen. Schon, oder? So, also wir haben hier Käfer, ja. Ich glaube, dass wir die hier fangen müssen. Haben wir schon oft. Ach ja, stimmt. Klar. Aber um die fangen zu können, benötigen wir das Netz. Wir haben kein Netz. Da geht's weiter. Ist leider jetzt auf. Komm später nochmal rein. Yippie! Okay. Ciao. Bis später. Bella. Denkstück. Müssen wir mal sortieren hier. Also, das ist ja hier die Sense, ne? Dann haben wir hier eine Axt, die Angel, die Pick, also die Dings, Steinaxt, Tigeraxt. Also das ist eine Kampfaxt, das hier ist eine richtige Axt. Dann haben wir die Fackel. Holz. Steine. Noch mehr Holz. Was ist das hier? Ach, bluten. Blut. So kann ich das vielleicht nicht reintun. Seltsam. Jede Menge Eier. Das sind Waffen, was ist das? Spinnenbein. Rotes Buch.
Waffen, Waffen. Do not eat. Oh, das ist ungesund. Ja, ich will nämlich gucken, was wir als zweite Waffe benutzen. Ja, wir haben ja hier jetzt aktuell einen Speer drin. Kurzer Speer, Axt. So. Der Eingang zur Solburg ist verschlossen. Es sieht so aus, als ob die Flamme der Brasier auf verschiedene Farben umgestellt werden kann. Vielleicht finden sich irgendwo in der Nähe Hinweise zur Bestellung. Ah, okay. Da vorne, hier. Was haben wir denn? Grün, gelb, blau, rot. 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 Grün. Gelb. Blau. Rot. Das war einfach. So. Genau, wir sind ja auf der Suche nach dem komischen Typen. Der die Saat haben soll, die wir brauchen. So, Wetten, der gibt sie uns nicht freiwillig und sagt dann, ja, du musst was für mich tun. Da kann ich sprechen. Sie haben die Domäne der Toten betreten. Verweile zu lange und deine Seele wird bleiben. Mein Name ist Maurice und ich führe die Geister zu ihrer letzten Ruhe. Die Seelen und Geister dieses Friedhofs sind alt und mächtig. Und sie mögen es nicht, gestört zu werden. Eine Person, auf die diese Beschreibung zutrifft, ist vor nicht allzu langer Zeit hier durchgekommen. Er hatte auch ein seltsam leuchtendes Artefakt bei sich. Er fragte mich nach dem Weg zum Melpheus-Ruheplatz, das große Mausoleum. Ich gab ihm die Informationen und er ging. Ich sage dir dasselbe, was ich ihm gesagt habe. Ich würde eine bessere Waffe ausrüsten, um sich gegen das zu verteidigen, was sich im Dunkeln verbirgt, und dunklere Kleidung, um sich in die Schatten zu vermischen. Ich arbeite in diesem Laden. Ich bin sicher, der Besitzer Norman wird ihnen helfen. Aber wir akzeptieren hier keine Schriftrollen oder Hexenbeutel. Hier handeln wir nur mit tödlichem Sekret. Um es zu brauen, musst du zuerst Skeleton Bone, Zombie Heart und Ghost Tear finden. Bring mir genug davon und wir zeigen dir, wie man tödliches Sekret herstellt. Der einfachste Weg, diese Gegenstände zu sammeln, besteht darin, Gräber mit einer Steinschaufel auszuheben. Nimm diese Steinschaufel. Ich habe Tonnen davon. Es wird nützlich sein, die benötigten Teile zu finden. Die Gräberfelder sind riesig. Entlang dieses Weges und die Treppen hinauf findest du weitere Gräber. Wenn ihre Steinschaufel kaputt geht, sollte der Laden alles haben, was sie brauchen, um einen... Dankeschön. Na dann, werden wir jetzt auch zum Grabräuber.
Kommen da dann auch Zombies raus? Na, dann graben wir mal ein bisschen. So, dann gehen wir mal rein und gucken mal, was er, wie viel wir überhaupt brauchen können. Okay, wollte gerade sagen, das sieht ja mal interessant aus, aber das sieht auch nicht schlecht aus. So. Ui. Schwörer. Beschwören. Was? Die ein Talent zu beschwören haben die in den Dunkeln. Das wird jemanden suchen, der eine belastende Vergangenheit hat, mit dem Willen, sie zu ändern. Wie? Blaue Blume. Pilz. Ach, ich kann auch Pilze hier verkaufen, oder was? Die Blumen kriege ich. Ah, okay. Ach, sieben braucht man. Hui. Nicht der einzige. Das kann durchaus sein. Die anderen zwei sind irgendwie weggegangen. Untotenmaske. Okay. Also man braucht hier diese Dinger her, ja, die man hier so zusammenbrauen kann. Aha. Was kann man hier noch machen? Eigentlich so ein Nahtal dran. Ja, du bist echt cool. Naja. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, müssen wir noch deutlich mehr graben. Ich will den Helm und den Stab. Und den Stab vielleicht am besten sogar in zwei-, dreifacher Ausführung. Vielleicht sogar vierfacher. Mal gucken. Das heißt, wir müssen ein bisschen farmen. Und das ist so cute. Ja, das stimmt. Also das ist, das kann ich nur bestätigen. Kennst du die Vlogs mit dem Oscar, oder? Wahrscheinlich. Nehme ich mal an.
mein Cousin, der ist so wie Oscar, voll cute. Schön. Und wo ist die neue Waffe? Ah, hier. Geil. Aber wir brauchen noch so viel mehr. Ach du Scheiße. Wir sind ja beim Livestream dabei. Naja, sie muss immer früh ins Bett. Sie muss morgen wieder arbeiten. Ihre Elternzeit ist jetzt vorbei. Und, ja, sie bringt halt dann den Oscar ins Bett und schaut dann noch ein bisschen Serien, Netflix, keine Ahnung, was sie genau guckt. Detektiv Cotton guckt sie zurzeit sehr viel und ich streame halt. Stream war ja nie so das, was sie jetzt ständig gemacht hat. Sie hat halt ab und zu mal mitgemacht, aber das ist jetzt nicht so ihr Ding, nicht so ganz so ihr Ding wie mein Ding. Also was arbeitet sie? Sie ist Versicherungskauffrau bei der Allianz. Zehn. Elm kostet 8. Den müssen wir haben. Ah, wir haben gleich aufgesetzt bekommen. Schön. Schön, 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 schön. Marcel! 6 Zuschauer, ja nicht schlecht. Dankeschön. Was hast du gestreamt? Not bad und Dankeschön. Deinem Server bei Discord einstellen, dass man sein Handy nicht verifizieren muss. Leider doch, weil wir oft das Problem hatten, dass wir immer irgendwelche Leute haben, die Blödsinn machen oder Scheiße bauen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir Handy ihr wisst schon, damit wir, weil ein Handy hat normalerweise ja fast jeder und wenn dann meistens nur eins und dann, wenn wir diese Person bannen, dann kann er den Bann nicht umgehen, weil wir hatten oft das Problem, dass tatsächlich Leute den Bann umgegangen sind und das war immer ätzend. Mia, da bist du ja wieder, Hallöchen. Among Us, ah, okay, schön. Ja, nicht schlecht. Mit wem hast du so gespielt?
Wie geht's? Ja, doch, ganz okay. Kannst du mir eine Anfrage bei Discord senden? Eine was für eine Anfrage? Eine Freundschaftsanfrage. Kannst mir eine schicken? Ich nehme sie an. So, oh Mann. Wie viel brauchen wir denn noch? Geht, glaube ich, nicht. Müsste eigentlich gehen. Mia hat mir gestern auch eine Freundschaftsanfrage geschickt. So, dann gehen wir mal rein. Wieder verkaufen. Ja, gar nichts. Und viel mehr. Drei davon. Fix? War mehr. Ja. Das Schwert wäre eigentlich auch ganz cool als Nebenhand. Müssen wir mal gucken, ob wir zwei Stäbe benutzen kann. Wie sieht eigentlich der Stab jetzt eigentlich aus? Ui. Super. Genau mein Geschmack. Pilze können wir auch hier. Sieben Stück braucht man um einen. Das heißt drei. Die mal aus dem Inventar rauskriegen, aber ich will nicht die wegschmeißen, die wir schon gesammelt haben. Freundschaftsanfrage sendet. Super. Also bei mir hat es geklappt. Schon, ne? Sieben. Guck mal, hier sind auch Blumen. Wenn da so ganz viele Blüten dran sind, dann sind die irgendwie besser, als wie wenn man die immer so früh pflückt. Mir jetzt aufgefallen. Marcel, wie geht's dir? Ich gehe noch ein Keyboard spielen. Keyboard. Ich hatte früher auch ein Keyboard. Cool. Ja, unbedingt. Mach das. Haltung an dem Ei, Captain. Bin schon gut geworden. Okay. Meine Eltern haben mich damals sogar auf eine Musikschule gemacht. Ich fand das immer voll ätzend, auf eine Musikschule zu gehen. Also mir hat das irgendwie keinen Spaß gemacht. Heute bereue ich es voll. Ich verfolge das Pech. Ja, wieso denn das? 17. Oh Gott, das ist viel zu wenig. Nehme ich jetzt so ein Messer mit oder nicht? Also ich will auf jeden Fall den Stab nochmal haben, ja? Und dann können wir nämlich zeitgleich gucken. Wo ist er denn? Ach so, der wird dann hier. Aber kann. Genau, so habe ich gedacht. Ich glaube, ich nehme lieber die Stäbe. Die sind ja mal krass. Da geht was. Da geht was. Aber wir brauchen mehr. Ich will, das Problem ist, die verbrauchen sich, ja. Die gehen mit der Zeit kaputt. Das heißt, man muss, wenn ich irgendwann die ersetzen will, weil ich sie viel benutzt habe, dann muss ich, ja, sie ersetzen. Ganz einfach, ne? Also ich brauche auch Ersatz für die.
Irgendwann gibt es dann eh wieder eine bessere Waffe, das ist klar, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber bis dahin. Wir hatten jetzt echt das Problem, so die letzten paar Orte, die wir so abgegrast haben, da war das dann immer so gewesen, dass wir den Ersatz nicht gekriegt haben. Ja? Und dass wir mussten, hätten entweder, also wir hätten dann entweder zurücklaufen müssen, oh, da dürfen wir nicht klicken, okay. Wir hätten entweder zurücklaufen müssen, wenn es aber gar nicht in Frage kommt, oder ja, wir hätten auf irgendeine andere Waffen zugreifen müssen, die aber so viel schlechter waren. Und das möchte ich, das soll nicht nochmal passieren. Deswegen schaue ich, dass ich jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr zusammenkriege. Aber da sind überall nur zwei Blüten aktuell dran. Ne? Da mach mal Sport. Dankeschön. Soll ich auch noch Sport machen? Okay. In der Zeit können die Blüten nachwachsen. Das ist doch super. Sehr, sehr freundlich von dir. So. Bremsleitung gesprengt. Bei Flüssigkeit wechseln. Oh Gott. AdBlue ist nicht abgelaufen. 3 Liter am Boden. Ölfass umgefroren. Und abgerissen beim Umschließen. Eieieiei, das klingt nach super Spaß. Dankeschön, jetzt bin ich wieder frisch. Ah, schön. Ich liebe es. So. Wir müssen nochmal 10 machen. Und wollen jetzt keine Frage, keine Rede, ne? Geht bestimmt. Schaden wird's mir nicht. Und jetzt ist halt sowieso viel zu wenig. Ich liege zurzeit nur faul rum im Pool. Im Bett. Auf dem Boden. Im Auto. Ja, wir machen jetzt hier nochmal eine Runde Blumen sammeln und dann müssten wir es eigentlich zusammen haben. Ich darf keinen Sport machen. What? Wieso? Ist ja krass. Wurde am C operiert. Ah, okay. Ja, dann lässt du lieber andere Quellen, ne? Qualen erleiden. Raffiniert. Vielleicht nimmst du da ein paar Kalorien weg, nur durchs Zusehen. So viel Sinn wie, Schatzi, will ich das Fenster aufmachen? Achso. Möchtest du es? Möchtest du das Fenster aufmachen? 25, ja super, da können wir nochmal 2 kaufen, sogar 3 oder? Ne, 2. Einen brauchen wir noch. 4 haben wir. Können wir was brauen? Nee. Wir haben so viel komisches Zeug im Inventar. Das ist echt schlimm. Was ist eigentlich hier hinten?
Betten. Lager. Oder Klo. Keine Ahnung. Aufenthaltsraum. Wir heizen. Okay, müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Dann sind wir gewappnet. Haben wir jetzt einen Pilz genommen, toll. 9. Achso, wir haben irgendwie schon irgendwann mal wohl einen Pilz genommen. Ja, stimmt, ne? Wie viel Grad hat's bei euch? Also bei mir hat's gerade im Zimmer sagenhafte 26 Grad. So. Mein Pool, also Pool, kann man das eigentlich nicht nennen. Der ist momentan nur, ja, ein Drittel gefüllt. Weil, du Oskar ja noch nicht schwimmen kann. Und, aber er liebt das im Wasser zu planschen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Naja, und aufgrund dessen, dass so wenig Wasser drin ist, hat der heute sagenhafte 33 Grad gehabt. Irre. Das ist, ja, fast Badewannentemperatur. Voll krass. Aber mit Poolheizung. Aber das war so schön, mit ihm im Wasser zu planschen, dass es echt toll. Gibt nichts Besseres. So eine Freude daran. Der liebt das. So, das muss reichen. Nochmal. Ach, krass. Wir heizen unser Pool mit der Sonne. Ja, ich kann den Pool nicht in die Sonne zurzeit aufstellen, weil Oskar darf leider nicht so viel Sonne abkriegen. Wenn er zu viel Sonne abkriegt, dann der kriegt halt sehr schnell Sonnenbrand. Das geht halt einfach nicht. So ein Schwert wäre noch ganz cool, ne? Für Notfall. Obwohl, eigentlich brauchen wir kein Schwert. Für den Schwimmen, Temperatur 39 Grad wäre mir lieber. Also die Heizung schafft wohl angeblich bis 40 Grad, aber das ist halt schon... Also wenn man von draußen in den Pool geht, ja, das ist wirklich schon so eine Temperatur, wo man sagt, oh, das ist aber heiß, ja. Also das fühlt sich schon ganz, ganz dezent nach Verbrennung an, wenn man da reingeht. Das ist schon echt, also das ist schon echt warm. Jetzt brauchen wir nur eine einzige noch. Jetzt sammeln wir noch 7 Pilze. Schwarzer Schlauch, der schmilzt hier. Ja, aber es ist schön. Also so bei diesen fast 35 Grad im Wasser, ich könnte da einfach nur drin liegen. Ich würde da am liebsten gar nicht mehr rausgehen. Achso, jetzt haben wir schon wieder 11. 11 ist, er liegt da seit gut 3 Jahren drauf und ist noch da. Ich dusche mit 41 Grad. Ja, so eine warme Dusche ist nochmal was anderes, das stimmt. Huch, da brauchen wir nicht rein. Nee, Pilze.
So, komm, den Schwert nimm mal noch mit. Denk mal her. Wo ist er denn? Das Schwert ist halt voll unspektakulär, ne? Das ist schon was anderes. Ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt hier unsere Waffen. Jetzt müssen wir weitermachen mit unserer Quest. Das ist hier, ihr habt gesagt, hier nebenan ist noch so ein Meerfriedhof, ne? Hier laufen auch Zombies rum, sehe ich. Aha. Schauen wir mal, ob es da noch was anderes gibt außer Friedhof. Ein Dungeon wäre ganz nice. Da ist eine Truhe. Toll, da war eine Münze drin. So ein Taler. Da ist sogar hier tatsächlich hier, aber da kommen wir nicht rein. Ist zu. Kann ihn auch verschwinden lassen, wenn du weißt, was ich meine. So. Willst du jetzt seinen Schlauch klauen, oder was? Wer macht denn sowas? Schlauch geklaut. So, hier ist ja noch mehr Friedhof. Das sind Geister. Die Gegner haben sowas von keine Chance. Hier geht's weiter. Komm doch. Oh, ich brauche einen Endgegner. Was ist das? So, hier geht's weiter. Ja, schöner Friedhof und so. Viele Gegner. Aber für was? Scheiße, ist ja alles voll. Der Shop. Das schon wieder. Also das ist dasselbe, den wir jetzt haben. Okay. Eigentlich kein Unterschied. Klau lieber das warme Wasser. Das geht auch. Bist du tot? Du siehst lebendig aus, aber das konnte nicht sein. Alles in seinem Land ist tot. Bist du tot? Nein. Sahahaha. Sprich nicht von solchen Dingen. Er wird dich hören. Er kann durch seine Geister und seine anderen Schergen lauschen. Er ist mächtig, Fremder. Geh jetzt, bevor er weiß, dass du hier bist. Na, soll er mal kommen? Den suche ich doch. Der hat nämlich den. Bring die Zutaten zu Maurice. Oh. Alte Schaufel von Norman. Das haben wir ja gemacht. Scheiße, jetzt müssen wir nochmal zurücklaufen, um die Quest abzuschließen. Mist. Ade. Ciao, Marcel. Danke nochmal. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis bald. Bist du eigentlich morgen bei Among Us dabei? Super, Sie haben alles gefunden, was wir brauchen. Geh in. Ich habe es fast vergessen. Nehmt diese wenigen tödlichen Sekrete, die ich bei mir habe. Ach so! Norman oh, wird später ja. Mehr Entschuldigung. Haben. Dann, Butler, gute Nacht.
Hallo. Hallo. Ja. Nochmal mit Among Us. Achso, Marcel, spielst du morgen Among Us mit? Hallo Bluesblitz, ganz theoretisch, wenn meine Katzenschwester oder sonst was rollig ist, wird das als störendes Geräusch. Wir sagen jetzt mal Beispiel Katze. Was für ein Geräusch soll denn die Katze machen, wenn sie rollig ist? Oh, der Brüderchen ist auch da. Kommt ihr denn alle plötzlich her? Aber, nee, das war der falsche Weg. Nee, hä? Ich bin voll verloren. Ah, hier. Meine Katze, sie ist rollig. Und sie würde das stören, ja oder nein? Ich meine, andere rülpsen mitten in der... Ja, das ist mit störend gemeint. Nicht die Katze. Rülpsen, furzen. Mo! Ja, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Was ist denn da los? Ja, was macht denn die Katze? Miau! Das ist halt echt laut. Echt dauerhaft, oder was? Ich weiß nicht, ich hatte noch nie eine Katze, deswegen keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie eine Katze macht, wenn sie rollig ist. Wie ein Kater. Ja. Sie sagt auch ganz laut, Lord. Jetzt lasst mich mal hier in Ruhe. Ah ja, gut, das ist halt dann... Das ist halt schon... Ja, das ist dann schon doof. Was denn jetzt? Wie oft sind die so rollig? Was ist denn das? Oh, hier kann man ein Haus besitzen, ja was. Was? Kann man denn auf die Idee, hier ein Haus haben zu machen? Ich meine, bei Among Us muss man ja eigentlich am besten Push-to-Talk machen oder zumindest muten. Nur mal so am Rande, ja. Genau. So, da haben wir ja schon das Mausoleum. Jetzt frage ich euch aber nochmal zum dritten Mal, wo kommt ihr denn alle her? Wieso seid ihr plötzlich alle hier? So, na gut, dann Leben noch voll machen. Kann es sein, dass sie loslegt? Dann musst du halt schnell sein. Rasen vom Walde, okay. So. Fragen morgen trotzdem laut geiler Katze mitmacht. Wir können es ja probieren, wenn es nicht funktioniert, dann können wir ja immer noch sagen, nee, lass mal. Ne? So. Das Ding da oben ist nicht der Gegner. Das wird der Gegner sein, oder? Lässt uns nicht rein. Oh.
Konsolidierungsladen. Hm. Wieder so ein Ding. Die haben aber auch nichts Neues im Angebot. Okay, wir müssen jetzt wohl hier so Flaschen draufpacken, okay? Dann haben wir das mal. Hier sind wieder die Farben hier. Fußball geht weiter, ne? Wie Fußball geht weiter. Jetzt gehen wieder alle. Jetzt dürfen wir rein. Ah, okay. Oh, wir haben wieder kein Leben. Warte mal. Viel zu essen, aber nicht mehr. Hier gibt es ja auch nie was Vernünftiges. Wie vor steht es nun mal so. Ist mir da wirklich Fußball? Also ich weiß nicht, ich bin ja kein Fußballfan, deswegen. Aber irgendwie ist ja immer Fußball. So, ich weiß nicht, was da drin ist. Wir gehen einfach mal rein. Okay, tatsächlich Fußball. Okay. Aha, wir müssen hier wieder Strom erzeugen. Okay. Und dann machen wir das mal. Das ist richtig, die Zombies legen die Schalter um. Fetter Helm. In der Ego erhalten. Leider lässt sich das Spiel nicht in der Ego spielen. Das tut mir leid. Oder? Nee. Ranzoomen kann ich. Ich kann so spielen. Die Zombies machen gar nichts. Ich kann einfach durchgehen. Scheiße, wir sind, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Ah, okay. Ist das schlimm? Die drehen den Schalter immer um. Strom angekommen? Sehr fix. Ihr seid doof.
Ich muss mit dem Blitz gehen hier. Ah, okay. Ah, okay. Schnell, 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 schnell. Zack. Geil. Ich bin ein Channel nicht mehr fürs Anmelden von Amangas. Das ist einfach nur noch Xaok Laberecke. Das steht weiter, etwas weiter oben. Das weiter oben steht in der Xaok Laberecke. Ah, hast ja schon geschrieben. Bin dabei. Genau. Ich schreibe dich dann rein. Nachher. Das war witzig. Also die Mission hier. Nur eine Truhe. Lol, da war das Schwert drin, was wir mühevoll erfarmt haben. Ich finde das schön, dass die Zombies so lieb sind. Dass die eigentlich gar nichts machen. Aber guck mal, die Stäbe, die wir uns mühevoll erfarmt haben, die sind schon wieder fast hinüber, die ersten. So, und jetzt? Sie laufen irgendwie so indirekt, laufen sie einen schon hinterher, ne? Aber was müssen wir denn hier jetzt machen? Ich glaube, es müssen alle sterben, kann es sein? Ah, es müssen genug Zombies tot sein. Oder ist der Endgegner? Wollen wir erstmal Mana. Der macht ja gar nichts. Der Stab ist einfach so immer. War das der Bus? Stand jetzt was vom Portal ist geöffnet. Welches Portal? Gerät zum Portal in der Mausoleumhalle zurück. Ach so, okay. Ist wieder runter. Ah. Was jetzt? Schon witzig. Nein, schon wieder so ein Umding. Okay. Du musst ja alle drei besiegen, nehme ich mal an. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Sehr cool gemacht. Danke, Mia. Okay, da muss jetzt Strom durchkommen. Und die Geister dürfen halt nicht da drankommen. Krass, die ersten Stäbe sind hinüber. Ist da jetzt was dran gekommen? Nee, oder?
Ach, die muss kaputt. Das muss kaputt gehen. So. Brutal. Geschafft. Krass, unsere Stäbe sind eigentlich schon fast aufgebraucht. Das ist so brutal. Da, Endgänger. Bitte den Geist der Krypta. Mach ich. Einfach. Hä? Hey, wie komme ich denn rein? Ich besiegt. Komisch. Was hat es heute gemacht? Wieso bin ich hier drin? Hä? Scheiße. Ah, okay. Also, was habe ich heute gemacht? Ich war heute viel im Pool. Geplanscht ohne Ende. Da waren wir, sind wir reingegangen, ne? Genau. Es ist leider, bis sie die goldenen Knochen fallen lassen. Seien sie schnell und haben sie es auf und legen sie es auf das goldene Grab. Okay. Ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe heute nur im Pool. Und gegessen habe ich natürlich. Gekocht habe ich. Nee, ich habe nicht gekocht. Gestern gekocht. Fast tot. Oh.
ja auch füllen. Die sind so stark. Der goldene Knochen ist bereits platt. Ah, okay. Nur weg hier. Ah, ich habe den Motor vom Sibyl verkauft. Und da bin ich echt froh drum. Edge ist der Weg. Der wird morgen früh abgeholt. Oder morgen Mittag. Und ich habe den aus der Werkstatt rausgehievt. Ein bisschen sauber gemacht, den Motor. Und ja, auf die Palette befestigt. Genau, für den Transport halt sicher gemacht. Und genau, jetzt kann der weg. Sehr schön. Ich finde ein bisschen mehr Platz in der Werkstatt. Und dann fällt mir ein, heute Morgen war Xena mit dem Oscar weg gewesen. Spielplatz mit so ein paar anderen Kids in seinem Alter. Und währenddessen habe ich ein bisschen was am Server gemacht. Dann habe ich auf eBay was gesucht, beziehungsweise was gekauft. Genau. Ja, und am GTA-Server habe ich viel gemacht. Melpheus hält Domremil gefangen. Du kannst ihn schreien hören. Seien Sie sicher, bereit zu sein. Leben habe ich aufgehalten, ich bin bereit. Na dann. Hallo. Eine weitere unglückliche Seele, die von Gier nach dem toten Samen gelockt wird. Überzeugen Sie sich selbst, die Stimme, die Sie rund um das Mausoleum gehört haben, war nicht seine, sondern meine. Domremil hat nicht einmal die Halle der Knochen überlebt. Es ist dumm von ihm zu glauben, dass der Sternensamen ihm genug Kraft verleihen würde, um mich zu besiegen und meinen toten Samen zu stehlen. Er hat seinen Zweck erfüllt. Jetzt müssen sie ihrem dienen. Der Starseed ist zu schwach, um für mich von Interesse zu sein. Aber der tote Samen wurde schon lange nicht mehr aktiviert. Es gibt nicht mehr genug Seelenkraft in Solborg. Ich sage also, sie geben dem toten Samen einen Teil ihrer Lebenskraft und im Gegenzug gebe ich ihnen den Sternensamen. Cool. Kann ich auch anders da handeln? Ihn einfach angreifen? Auch wenn ich untot bin, verschwende ich keine Zeit. Gebe den toten Samen auf und... Haha, du Idiot. Deine Lebenskraft hat den toten Samen befreit und er gehört jetzt mir. Domremil hat nicht einmal die Halle der Knochen überlebt. Aber am Ende wurdest du so ausgetrickst wie er. Du bist nicht schlauer als dieser elende Drauking. Toll, ich wusste eigentlich, dass ich das nicht machen will. Dein Sternensaat ist ein machtloses Relikt einer vergessenen Zeit. Lassen Sie mich Ihnen nun die wahre Kraft des toten Samens zeigen. Ich habe ihm ein neues Leben geschenkt. Und jetzt wird er als meine Kampfpuppe dienen. Viel Glück, das zu töten, was bereits tot ist. Ach, er fällt genauso wie alle anderen Fliegen in diesem Spiel. Sag ich doch.
Nee, GTA Server. Mir. Jetzt ist er tot. Aber wir haben jetzt zwar den Samen wieder, aber wir haben ein großes Problem. König Sarok. Na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Da. Wir denn hier überhaupt? Ach hier, Nolden. Ich freue mich darauf, die Draukrauen wieder in unseren Händen zu sehen. Hä? Krone an Null. Hä? Komisch. Naja, egal. Sie haben es. Herzlichen Glückwunsch, Held. Seltsam. Ich werde unser Volk in eine neue Ära führen. Was ist jemals mit Domremil passiert? Diese neue Bedrohung wird uns zwingen, wachsam zu bleiben. Jetzt bringe ich sie bis Freethorpe, eine Pirateninsel nördlich von Woodland. Sie werden sicherlich einen Kapitän finden, der sie den Rest des Weges begleitet. Die Dwarfs bedanken sich noch einmal für die Rückgabe unserer Draukrone. Schön. Willkommen bei Freethorpe. Heutzutage ist hier nicht viel los. Der Sturm in der Nordsee war in letzter Zeit stärker und hat die meisten Segler erschreckt. Schauen Sie sich gerne um. Mach ich. Hey, ich warte immer noch auf einen Job. Hier, ich hoffe. Nee, hier normalisiert sich nichts. Bleibt so wie immer. Wo dürfen wir rein? Ich wohne. Ah. Ja, das bin ich. Ich glaube, der Fremde war ein Elf. Aber er hatte ein dunkles Aussehen. Wie auch immer, ich wurde gebeten, sie zu dem Schiff dort. Da sind wir wieder bei den Elfen. Sie sind von ihrer großen Reise Xarok TV zurückgekehrt. Was für eine wunderbare Sache. Mit der Rückgabe dieses Geschenks wird das Reich Woodland wieder gedeihen. Jetzt wird es passen. Ja, so. Es gab einmal eine Zivilisation, die vor uns lebte. Unsere Vorfahren haben uns damals Spuren ihres Lebens hinterlassen. Aber in der Nordsee ereignete sich eine Katastrophe, die die Region für immer veränderte. Der Sternensaat ist ein mächtiges Artefakt, aber seine Herkunft ist mysteriös. Ich habe noch nie von einem toten Samen gehört, aber ich gehe davon aus, dass er mit einem solchen Namen die Macht hat, zu zerstören und zu töten. Wenn ein so gefährliches Artefakt existiert, beten Sie, dass es nicht in böse Hände gerät. Na, ist schon da. Um unsere... Huch. Sie sind von Ihrer großen Reise... Es...
Ich nenne sie den Regenten dieser Domäne als Zeichen unserer neu gegründeten Allianz. Sprich mit Alunia, um die Reise vorzubereiten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrem Vorhaben Xarok TV. Betrachten Sie sich als Verbündeten von Woodland. Yay! Tu ich. Sie haben den Menschen. Hab ich. Danke, dass Sie. Ja. Sind immer noch 6 Zuschauer. Das ist gut, oder? So, Alunia. Sie haben den Segen meiner Mutter, den Außenposten zu bauen. Schau mal, Sel. Richtig halten. Ich melde mich freiwillig, um mit Ihnen. Kapitän Serno, ist das Schiff bereit? Natürlich ist es, meine Dame. Steigen Sie einfach an Bord des Schiffes, wenn Sie bereit sind. Ich bin so bereit wie noch nie. Was? Ja, lass uns eine neue Stadt bauen. Was? Wie? Wo? Stadt bauen? Oh. Oh, wir dürfen eine eigene Stadt bauen. Das machen wir. Ui. Lasst uns diesen Außenposten bauen. Oha. Aber man baut irgendwie auch nur die Dinge, die man im Dings bauen konnte, im eigenen Zuhause. Wie ist es, wenn ich jetzt hier Steine wegräume oder Bäume? Wachsen die dann wieder nach? Schauen wir mal. Sieht nicht so aus, gell? Aber hier dieses Holzding bleibt irgendwie. Wie war nochmal drehen? Ah ja, mit Rechtsklick. Was? Zerstör einen Holzeingang. Ein Holzeingang. Man sieht ja nichts. Ah, hier. Was brauchen wir noch? Wie geht's eigentlich? Ja. Doch. Ganz okay. Besser als gestern auf jeden Fall. Morgen wird's interessant. Weil ich alleine auf den Oscar aufpassen muss. Also ich habe hier, ab morgen habe ich keine. Ja, muss ich alleine den ganzen Tag auf den Oscar aufpassen. Das wird recht interessant. Das wird nämlich das erste Mal sein, dass ich das, dass ich den ganzen Tag auf den Oscar aufpassen muss. Ja.
Was nicht schlecht ist. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Und ungewohnt. Und dann ist vorbei mit lustig. Mit langweilig rumliegen und sitzen. Den ganzen Tag nichts machen. Weiß nicht, ob sich das lohnt, hier wegzuhacken. Aber die Sachen bleiben scheinbar tatsächlich weg. Aber ein bisschen doof ist trotzdem, dass eben die Baumstämme oder so Gras geht weg. Damit. Piekst uns. Was hast du eigentlich so den ganzen Tag gemacht? Also Schule wahrscheinlich. So, jetzt kann man hier auch durchziehen vernünftig. So, schauen wir mal. Wir sollen jetzt Kohle finden. Mhm. Sagen, hier ist Kohle, aber kann es nicht einsammeln. Hier ist Kohle, aber wie baut man jetzt Kohle ab? Wie mit meinem Crush? Was ist ein Crush? Das musst du mir jetzt erklären, was ein Crush ist. Schwarm. Ach so. Ah, okay. Das ist ja gut, oder?
dem. Ja, schon. Sammle Kohle. Baue eine Schmiede. Sprich mit Alunia. Ja, sammle Kohle, schon klar. Huch. Nehmen wir mal eine Truhe, da können wir ein bisschen was reintun. This. Ach ja. Man hat sogar eine kleine Vorschau, was da drin ist. Sehr geil. So. Hilft mir aber auch nicht weiter bei meinem Problem mit der Kohle. Und was hast du noch gemacht? Ich glaube, dass hier eigentlich große Steine sein sollten.
Im Bett gelegen und YouTube geschaut. Okay. Und was hast du dir angeguckt? Was schaut man sich so an? Und war im Pool. Sehr schön. So gehört sich das. Alles andere ist inakzeptabel. Natürlich deine Videos. Echt? Ach, das sagst du nur so, oder? Immer viel zu wenig Videos momentan. Müsste eigentlich mehr machen. Die ganz alten. Oh, das ist lieb. Seltsam. Okay. Gut. Ob es nur irgendeinen anderen Weg gibt, aber ich sehe nichts. Okay. Aha, guck mal, wir können jetzt auch zu den anderen Orten chippern. Insel Friedhof. Eins als Juwel der Piraten. Fahren wir mal nach Haupttown und gucken mal, ob wir irgendwie irgendwas herstellen können. Hallo. Was hat er gesagt? Hallo, ich bin der Dockmaster von Haupttown. Also, nee. Wir haben viele... hingefallen, hab Tisch Tennis gespielt, hab Fußball gespielt, war auf dem Trampolin, hingefallen, oh nein, hab was am PC gemacht und hab Eis gegessen. Bist du gefallen? Wieso fällst du denn hin? Nicht hinfallen. Oh, ich hat's wehgetan. So, gehen wir mal hier hierhin. Kieselsteine. Das ist eine Spitzhacke, die haben wir. Ein. Steine verkaufen. Da ist eine Schmiede oder so, wo wir dran können. Nicht schlimm. Okay. Warum bist du denn hingefallen? Also wirklich. Ein Tollpatsch. Na hier. Schauen wir mal. Das ist Krops. Das ist ein Krops.
Irgendwie sagt mir, was Crops sind, aber... Pflanzen. Aha. Blauer Fleck. Ach, herrje. Schaufel haben wir auch nicht. Ach, guck mal, Dick Clay or other things. Okay. Wie kann man damit Kohle ausgraben? Zu viele Werkzeuge. Axt haben wir, Spitzhacke haben wir. Okay. Gehen wir mal zum Holzfäller rüber. Und da war so eine Spitze im Boden. Bin dort draufgerät und dann bin ich hingefallen. Ach, süß. Du hast mein... Einfach Flatschatz gemacht. Und dann lag die mir am Boden. Schön. Gehen wir mal in unser Haus hinein. Das ist nämlich ziemlich fein. Aber doch noch recht klein. Und ich weiß gar nicht, was ich gut geputzt. Putz, putz, putz. Mit denen gab es doch hier so diesen Kescher. Den kaufen wir jetzt mal. Zunächst mal sowas fangen können. So, dann schauen wir mal zurück. Vielleicht kann man mit der Schaufel Kohle ausgraben. Königreich von Xau TV. Jetzt hab ich mein eigenes Königreich. Ah. Mit der Schaufel können wir das hier rausholen. Aha. Aber das da sieht aus. Ah, guck mal, das ist Clay. Ah, okay, okay. Damit lässt sich Kohle, glaube ich, raussammeln. Mit der Schaufel. Ja. Ah. So funktioniert das. Und das ist nur eh die Kohle oder ist das alles? Ja, werden wir sehen. Also können wir den Weg schön machen. Der geht nicht weg. Gut geputzt und bin gegen eine Scheibe gelaufen. Gut geputzt. Oh nein! Mensch! Ich glaube, du bist echt tollpatschig, oder? Das ist ja wirklich traumhaft.
Das kenne ich. Ich bin mal gegen eine Laterne gelaufen. Ah, schön. Schau mal, das ist sehr lange her. Vielleicht war ich da 8, 9 oder so. Da ist ein... Da war ich in ein Mädchen ja, verliebt, verschossen, keine Ahnung. Die ist Caroline. Und die hatte eigentlich kein Interesse für mich. Oder zumindest hat sie es so rübergebracht. Naja, und und die ist da so gelaufen und ich bin irgendwie so weiter links gelaufen auf der Wiese. Und da standen so Laternen und ich guck so nach rechts zu ihr rüber und lauf und lauf und immer BANG! Ah, schön. Wirklich toll. Das kann man gebrauchen. So, okay, bau eine Schmiede. Da jetzt machen? Fenster. Okay. Eisen. Oder brauchen wir ja Eisenerz? Bin mal gespannt. Wir werden eine riesige Menge Eisen brauchen, wenn wir unseren Außenposten bauen wollen. Ich kenne die richtige Person bei Hopetown. Gehen Sie zum Dock von Hopetown und sprechen Sie mit Captain Kleggen. Captain Kleggen. Eisen. Ich bin ja mal gespannt, wie genau das jetzt funktioniert. Stelle ich da so Fertighäuser hin, oder? Hier ist er. Hallo Xarok TV. Ich habe alles über deine Erfolge bei Breakwater gehört. Ohne dich wäre die Bedrohung durch die Goblins sicherlich vor unserer eigenen Haustür. Apropos Probleme, ich bin sicher, sie haben die Gerüchte gehört? Als meine Erzlieferung von Timbergrief nicht auftauchte, begann ich, Fragen zu stellen. Kein Docker hat seit einiger Zeit Neuigkeiten von ihnen erhalten. Timbergrief ist bekannt für seine Abbautechniken und Erzqualität. Also braucht sicherlich wären sie Diese mutig Kuchen. Genug, zum Timbergriefhafen zu segeln und herauszufinden, Muss was passiert aufgegessen ist. Werden. Sie hätten auch die Möglichkeit, viel über Bergbautechnik zu lernen. Der war für meinen Geburtstag. Ich liebe Käse im Kuchen. Das letzte Stück. Das muss weg. Ausgezeichnet. Mein Schiff ist schon fertig. Sie können an Bord gehen, wann immer Sie bereit sind abzureisen. Timbergrief ist eine... lecker. Schon wieder so viel Zeug. Obwohl, stimmt gar nicht. Timbergrief. Ja, komm. Geht gut. Ist aber ganz schön befestigt hier. Nun, wir haben es bis zum Timbergriefhafen geschafft. Ich werde Xavion einholen, während Sie die verspätete Lieferung untersuchen. Ich schätze, du solltest in die Stadt fahren. In die Stadt fahren? Wieso in die Stadt fahren? Willkommen. Bin doch schon hier. Oh. Ist ein bisschen so hart, als wurden die angegriffen. Weg mit dem Pfau.
Ich glaube, er meint gehen oder laufen, nicht fahren. Boah, war das lecker. Das Wasser dieses Brunnens ist wirklich schmutzig. Nee, besser nicht. Düster, wirklich düster. Oh nein, bald haben wir keinen Stab mehr. Ah, ist in der Stadt. Oh, das sieht aber, oder? Bergbaudorf, Timbergrief. Und hier los. Hallo, willkommen im Timbergrief Mining Village. Woher kommst du? Kleggen muss so wütend sein. Wir kommen selten zu spät, aber seit dem Minenunglück sind viele übernatürliche Dinge passiert und wir können unsere Quoten nur schwer einhalten. Unser Land wird von Tag zu Tag kränker. Nur wenige Familien bleiben. Igor, der Vorarbeiter der Mine, hat die Mine verurteilt, weil Monster in sie eingedrungen sind. Er sagt, dass eine Hexe das Gebiet verflucht hat. Wir sind so verzweifelt, dass wir Hexenjäger gebeten haben, uns zu helfen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Sie müssen uns helfen, unseren Erzhandel wiederherzustellen. Mach ich. Ein Hexenjäger, ja. Du hast dabei scheinbar nicht viel erreicht. Wie zur Kirche. Eine Kirche. Galgen habt da. Der Hexerei schuldig. Aha, okay. Ja, zur Kirche. Die Leute sehen alle gleich aus. Keine Ahnung, was davon die Kirche ist. Das ist wohl nicht die Kirche. Da hinten ist wahrscheinlich auch nicht die Kirche. Hüte dich vor den Hexen. Mache ich. Ist die Kirche? Ist keine Kirche. Vielleicht kommt die im nächsten Dings. Und geh weiter, du willst doch gar keinen Ärger mit mir.
Ich gehe da einfach vorbei. Ah, hier ist die Kirche. Ja, ich mache jetzt eigentlich auch gleich aus. Ich wollte heute nur bis 11 machen. Müssen wir schauen, dass wir irgendwo noch speichern können. Hast du? Ich? Was? Oh, danke. Wir gehen dem auf den... Ja. Sehr schön. Geil. Jo. Dann müssen wir jetzt nicht respawnen. Die Frage, in welchem Wald sind wir jetzt? Oh, schöner Wasserfall. Es kann sein, dass der nächste Spot dann der Kirche wieder ist. Ah, okay. Es begann. Sind wir denn jetzt hier hingekommen? Ja, Mia, auf jeden Fall gute Nacht, ne? Ich hätte schöne Träume. Brunnen brauchen wir noch. Nein, nur die falsche Richtung. Da steht so ein Symbol drauf. Das heißt, dass man gleich da vorne hinkommt. Aha. Okay, ich glaube, ich hab das verstanden, wie das hier gedacht ist. So, hier das die Proben. Er sprang plötzlich auf und rannte nach draußen und schrie, dass er die Hexe selbst verfolgen und uns alle befreien würde. Ich weiß nicht, woher er diese Energie hat. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwo ein Zelt finden. Da ist die Mine.
Nee. Da kommen wir wohl dann wieder raus. Na, dann gehen wir da mal rein. Na, dann machen wir das jetzt auch noch. Hier ist ein Zelt. Das sieht nach Minen aus. Meins. Sehr schön. Tunneleingang. Na, hier ist der Igor. Müssen heraushelfen. Ich kann nicht zulassen, dass eine Hexe unsere ganze Arbeit ruiniert. Das tut weh. Hier ist der Schlüssel zum Öffnen des... Super. Ist auch noch ein Wagen, ne? Oh, die heißt Hope. Ich weiß. Was für die schwere Zeit aktuell, ne? Kommen ja nur Steine raus. Dann geht's da lang. Na gut, okay. So, speichern. Ja, wir machen jetzt für heute Schluss. Leute. Ist leider morgen früher aufstehen. Genau. Weil ja, ich noch nicht so ganz weiß, wie das morgen ablaufen wird. Da ich morgen ab morgen ja, auf den Oscar alleine aufpassen muss. Und Xian wieder arbeitet. Und ja, der wird wahrscheinlich nicht bis 7-8 schlafen, sondern vielleicht wahrscheinlich früher aufstehen. Mal gucken, wie es laufen wird. Dann sehen wir mal, wie die Zukunft sein wird. Genau. Morgen dann Among Us. Ich freue mich drauf. Ich werde jetzt noch die Liste durchgehen, wer morgen dabei ist. Aber ich habe jetzt irgendwie mitgekriegt, dass das Update schon heute rausgekommen ist, dass 15 Spieler mitmachen können. Also sollte dann eigentlich kein Problem morgen werden. Ja, genau. Hat wieder Spaß gemacht zu spielen. Wir machen das auf jeden Fall weiter. Ich bin gespannt, wie das mit dem Städtebau funktioniert und was ja auch noch eine Überraschung bleibt, wo ich momentan dran bin, ist Content Creator. Also ich habe mich bei denen gemeldet, dass ich das gerne machen würde und ja, genau, schauen wir mal, wie das aussieht dann in Zukunft. So, auf jeden Fall vielen Dank, schönen Abend noch, macht nicht zu lang, bis morgen, ciao.